Fokussieren. Zielen. Rechte Maustaste. Los! Geht drauf! Schönen guten Tag, meine lieben Freunde, und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum nächsten Part von Alien Isolation hier auf meinem Kanal. Wir sind inzwischen beim 21. Part angekommen und ich glaube, ich muss nicht vor jedem Part sagen, bei welchem Part wir angekommen sind. Das seht ihr ja selber. So, stehen geblieben sind wir hier in diesem Raum. Wartet mal, ich will mal kurz erkunden. Das scheinen so eine Art Schlafkajüten zu sein, oder? Das sehen aber aus wie Schlafkajüten für so kleine für so ganz kleine Menschen, so Babys oder so. Naja, wie dem auch sei. Was ist denn unsere Aufgabe? Finden Sie einen Weg zurück zum Colonel Marshall, Marshalls Büro. Ah ja. Ja, ja. Da steht auf jeden Fall, dass die auf jeden Fall noch am Leben ist. Guck hier, die Kreatur sitzt in dem von, wie auch immer. Genau, will ich jetzt gerade nicht alles lesen. Ich möchte jetzt aber hier auf dem Computer zugreifen. Was haben wir hier? Fehler? Die Stationstechnosequenz ist nun abgeschlossen. Wir bedanken uns für Ihre Geduld. Ich hoffe, Sie hören das, wenn Sie aufwachen. Ich weiß, dass es Sie mitgenommen hat, als das Teil aus Foster gekommen ist. Aber Sie können trotzdem nicht so einen Mist bauen. Sie haben sich viel zu stark betrunken und den Leuten, die im Einkaufszentrum übernachten, zu viel erzählt. Ich habe Sie davon gezerrt, als ich den Blick in Ihren Augen gesehen habe. Wir können nicht wieder dahin zurückkehren. Niemand darf erfahren, dass wir etwas mit Marlow und der Anesidora zu tun haben. Ich komme zurück, wenn Sie wieder nüchtern sind. Okay. Also wenn eins jetzt sicher klar ist, dann ist das, dass das Alien natürlich noch lebt. Da haben wir uns zu früh gefreut. Ich dachte, wir sind jetzt wirklich so schnell vorangekommen, dass wir wirklich nicht, dass wir halt wirklich schnell vorankommen. Wie auch immer. Lass mal schnell gucken, wo wir denn jetzt hin müssen nochmal. Genau, hier raus jetzt wahrscheinlich und dann darüber. Also gehe ich davon aus, dass wir hier lang müssen. Ist das jetzt... Das ist jetzt halt das, was ich nicht weiß, ne? Ich habe halt überhaupt keine Ahnung. Ja gut, jetzt muss ich halt wieder überlegen, wo wir lang müssen. Ich nehme an, die Tür geht hier auf, oder? Nee. Doch. Aber von da sind wir doch gekommen, oder? Nee, sind wir nicht. Mir ist alles egal. Ich habe nur keinen Bock auf diese Androiden. Waren wir hier nicht schon? Wir waren hier schon, ne? Nee, oder waren wir hier schon? Der Raum sieht vielleicht einfach nur ähnlich aus. Geht die auf? Nee, wir müssen... Hier lang, schätze ich mal. Der greift sicher nach uns. Nee, der ist kaputt. Achtung! Apollo hat die Gefahr... Hä, wir laufen doch wieder zurück. Eindämmungsstufe auf Omega erhöht. Nee, oder? Wir müssen doch sicher hier hinten irgendwo lang. Ich laufe doch jetzt fix wieder zurück oder kommt mir das jetzt nur so vor? Ja, ich bin gerade total überfragt. Ah, nö. Ah nee, doch, wir sind richtig, tatsächlich. Da, die Tür muss auf. Waits, wir sind hier Sicherheitsgitter im Weg. Können Sie die öffnen? Waits! Ihr Sackgesichter, ihr Mörder! Lass sie in Ruhe! Bleib zurück! Schweine! Ooh.
Ich hasse Androiden. Habe ich das schon gesagt? Finden Sie eine Alternativroute. Och Mann. Als ob ich das jetzt alles hier außen rum laufe. Aber das muss man halt schon sagen, jetzt wo das Alien gerade eingesperrt ist. Die gehen nicht auf, gell? Können wir uns wenigstens noch mal ein bisschen flotter bewegen. Als immer nur mit 2 km/h im geduckten Zustand. Strom wiederherstellen, dann geht die Tür auf. Oder was? Als ob ich jetzt wieder alles zurücklaufen muss, ganz sicher nicht. Komm, sag mir doch nicht, dass ich jetzt alles wieder zurücklaufen muss. Was ist das hier? Nee. Tür verschlossen. Och komm, leck mich doch. Das kann's doch nicht sein. Finden Sie eine Alternativroute. Also, easy. Ich prob... Ja. Da ist ja auch zu. Ich... Die sind auch verschlossen. Die zeigen mir sogar die verschlossenen Türen. Können wir ja fast nur da lang. So, die sind auch alle zu gewesen. Ja, dann laufen wir halt wieder nach oben, ne? Was hat denn noch mehr Karten hier? Sieht man da was drauf überhaupt? Nee. Rauf, immer schön die Treppe rauf. Da, die geht ja auf hier, muss ja. Der ist kaputt. Oder... Nein. Ist das euer Ernst jetzt? Also die Tür ist jetzt zu, wir kommen nicht mehr zurück. Das heißt, da unten, wir müssen da unten einen Weg finden. Wäre jetzt auch ziemlich dämlich gewesen, wenn wir jetzt wieder alles zurück hätten laufen müssen. Das heißt, jetzt muss ich mal kurz mein intelligentes Gehirn anstrengen, ein bisschen ankurbeln, um einen Weg zu finden, um durch die Tür zu kommen. Wieso nehme ich das ganze Zeug auch immer wieder? Ich habe ja ein volles Inventar. Also gut, jetzt sind wir nochmal in dem Raum hier. Mit diesen ganzen Türen, die ja alle verschlossen sind angeblich. Verschlossen. Brauche ich gar nicht gucken. Hat der irgendwelche Schlüssel oder so? Nee, nur Schrott. Hier steht Strom wiederherstellen. Weißt du, lustig. Aber die geht auf. Da, die hat Strom oder was, die Tür. Okay. Jetzt checken wir nochmal alle Türen ab. Strom wiederherstellen. Hä? Darf ich nochmal gucken? Bin ich jetzt wirklich so dumm und alles falsch gelaufen? Erzähl mir das doch nicht. Wir kommen nicht mehr. Ich komme nicht mehr weiter. Die gehen ja alle nicht auf die Türen hier, oder? Nö. Ich gehe nochmal zurück. Ich habe eine Tür übersehen, habe ich das Gefühl. Warte mal hier. Die geht auch nicht auf. Hier sind keine Türen, hier ist nur diese Kiste. So, und hier oben geht jetzt nur die Tür auf. Ja, gut, hier hat es auch keine andere Tür. Hier hat es noch eine Tür, die geht nicht auf. Hier hat es eine Tür. Ah, die meinten die wahrscheinlich, okay. Schauen wir nochmal. Vielleicht kann ich hier irgendwo. Vielleicht ist jetzt eine andere Tür. Nee. Also, ich denke dann hier lang. Jetzt sind wir wieder in den Raum, wo wir auch abgespeichert haben. Tun wir mal speichern so nebenbei. Super, es sind schon 10 Minuten vom Video rum und wir haben noch gar nichts eigentlich erlebt. Ist ja mal wieder eine ganz spannende Folge hier. Vielleicht kann ich mit dem Terminal aus den Strom wieder anschließen. Ja, nee, eigentlich nicht. Dafür brauchst du ja eher so ein anderes Teil.
Das haben wir schon gehört. Und das ist fehlerhaft. Nö. Hier ist ja auch noch eine Tür. Ui. Ich habe den Weg gefunden. Och Mann. Ist das nur einer? Ich glaube, der hängt fest. Sieht so aus, als würde er festhängen. Ja, komm schon. Dummes Ding, ey. Oh, du Bastard. Oh. Geh doch kaputt. Als ob. Oh, geil. Uno momento. Will mein Flammenwerfer aufladen? Weiter. Sehr schön. Und ich, Depp, habe jetzt eigentlich so ziemlich alle meine Revolver bis... Oh, ich schieße aber auch alles auf den drauf. Anstatt einfach vorbeizuschleichen. Was ist denn hier los? Oh, weg ist er. Ich mag trotzdem keine Androiden. Hätten sie lieber irgendwie so Menschen nehmen sollen oder so. Ich mag Androiden einfach nicht. So, irgendwo hier müssen wir doch sicher noch eine Alternativroute finden. Wo am besten lang? Ach, guck mal, wir laufen jetzt oben lang. Okay, okay. Oh, da geht's sogar runter. Ich will aber erstmal bis da hinten laufen. Ich will gucken, ob da noch was versteckt ist. Es sei denn, da ist ein Android. Dann habe ich keinen Bock, da hinzugehen. Aber sieht eigentlich gut aus. Hier haben wir noch eine Kiste. Wir werden sicher belohnt hier. Pantgun-Patronen, siehste. Das habe ich gemeint. Zwar nur ein Schuss, aber ein Schuss ist besser als kein Schuss. So. Revolver nehmen wir wieder, auch wenn er nur noch zwei Schuss hat. Bringt ja eigentlich gar nichts. Ich kann keinen Android damit ausschalten. Ja gut, einen Mensch, den könnte ich wahrscheinlich mit dem Kopfschuss ausschalten. So, jetzt warte mal. Jetzt bin ich echt mal ein bisschen vorsichtiger. Das sind Schüsse, ne? Ja, das sind ganz normale Schüsse. Bei den Leichen gucke ich immer ein bisschen, ob das Spuren von einem Alien vielleicht sein könnten. Da können wir dann später rein. Ich will aber erstmal noch hier hinten gucken. Da können wir auch rein. Okay. Der greift nach uns, wenn wir vorbeilaufen, sonst könnten wir den plündern. Der hat auch noch leuchtende Augen. Leuchtfackel. Geht die Tür auf hier? Oh, du... Ah, ich hab's doch gewusst. Ah, ich Depp. Okay. Ich frag... Das war der, wo so komisch sich angehört hat, oder? Ich glaube schon. Ja, mehr hat sie hinten nicht. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Ui, hier haben wir einen Computer. Vielleicht können wir damit was machen. Oh. Nochmal. Ich sehe nichts. Oh. Nochmal. So, jetzt. Ich habe vor ungefähr 24 Stunden im Galerie-Einkaufszentrum Lager aufgeschlagen. Die Menschen hier, sie haben Angst. Aber sie glauben noch immer, dass Marshall Wade die Kreatur töten wird. Andere Gefahren scheinen sie vergessen zu haben. Sie haben sich selbst vergessen. Die Menschen wenden sich gegeneinander für Nahrung, Wasser. Ich kann nicht hierbleiben. Ich will aber noch wissen, was da hinten hinter der anderen Tür ist, bevor ich jetzt da in den Lüftungsschacht reinklettere. Hier war ja noch eine Tür gewesen, ne? Neben dem Toten, ja. Vielleicht gibt es da auch Munition oder so zu holen. Weil da sollte man echt sparen eigentlich. Ich verbrauche natürlich 6 Schüsse für einen Androiden. Sprengkapsel, Bindemittel. Ui. Na, da kommt man auch wieder in diese Röhre.
Tja, alle Wege führen nach Rom, würde ich mal sagen, ne? Also rein hier. Auf ein gutes Gelingen. Ich glaube irgendwie nicht, dass das Alien jetzt dann plötzlich einfach auftaucht. So hinter der Ecke. Ich glaube, das wird mit so einem kleinen Trailer wird das angekündigt wieder. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vor... Nee, sag mir nicht, ich komme jetzt einfach wieder auf der anderen Seite raus, wo ich eben gerade... Doch. Mann, was soll denn das? Ah, da hinten war ja noch die Treppe, die runtergegangen ist. Nee, die sind wir doch runtergegangen, oder? Nee, sind wir nicht. Oder sind wir... Im Gegenteil, wir sind ja sogar von da gekommen. Die hier, von da sind wir gekommen. Ja, ja, von da sind wir gekommen. War hier hinten nichts mehr? Da war schon eine Tür gewesen, aber die ging ja nicht auf. Der greift nicht mehr nach mir, oder? Nee, die ist zu. Ah, guckt mal hier. Ich hab Angst, ehrlich gesagt, die Taschenlampe immer in so ein Ding zu benutzen, weil damit die sonst... Verrät die uns? Okay, hier scheint nichts zu sein. Können wir rausgehen? Oh, hier waren wir schon mal. Hier habe ich damals meinen Flammenwerfer gekriegt. Ist hier was passiert? Geil, ich liebe ja so eine Aussicht. Guckt euch das an. Wir sollten uns darüber unterhalten, was in San Cristobal vorgefallen ist. Ich verstehe, dass es eine unangenehme Situation war und dass Sie die Sache so schnell wie möglich hinter sich bringen wollen, aber ich muss sicherstellen, dass Sie nichts Unüberlegtes tun. Was ich meine ist, die Kreatur einzufangen, ohne sie zu töten. Wenn wir uns klug anstellen, könnten wir bis an unser Lebtageende ausgesorgt haben. Ich kenne die richtigen Leute, Wade. Ich kann alles einrichten. Sie werden auch nicht jünger, Wade. Sie können nicht für immer so weitermachen. Und was tun Sie, wenn Sevastopol stillgelegt ist? Sie haben meine Nummer. Ransom Ende. Okay. Boah, was ist denn hier passiert? Das sieht ja richtig schlimm aus. Taschenlampenbatterien. Inventar ist voll. Ich schau mal kurz nach, ob ich irgendwas basteln kann. Ja, ein paar Medikits sicher. Ein bisschen Materialien verwerten. Geräuschemacher. Könnten wir natürlich auch mal probieren. Rauchgranate, Blendgranate. Wir können fast alles bauen. EMP-Mine. Komm, so ein Ding bauen wir mal. Nice. Können wir noch irgendwas bauen? Nee. Okay. Aber gut umgucken, nicht, dass wir irgendwas übersehen. Hier können wir vorne ins Cockpit reingehen. Ich nehme an, von hier steuert man das Schiff oder so. Diese Raumstation. Aber gibt's nichts zu holen, ne? Außer, dass es cool aussieht. Nicht mal ein Fenster haben die hier drin. Gut, dann müssen wir jetzt nach vorne. Warte, hier habe ich schon reingeguckt, oder? Ja, Leuchtfackeln, ja, die brauche ich jetzt echt nicht. Ich habe ja eine Taschenlampe. Aber hier konnten wir noch dran gehen, genau. Freigeben können wir nichts. Oh, der lebt noch. Der hat fix ein Alien im Bauch. Ich kann mir das so richtig gut vorstellen. Wir müssen die Tür wahrscheinlich aufkriegen, dass wir zu ihm kommen können. Ah,
wieso drücke ich immer? Das ist mega irritierend, dass man mit Q, also für mich ist das einfach mega irritierend, dass man mit Q zurückgeht und mit E bestätigt, anstatt einfach mit, ist ja egal, ich könnte ja die, könnte ich eigentlich ändern, aber ja. Das sind Häftlinge, sind das hier, oder was? Okay, nee, wir müssen einfach so zu denen, oder? Nee, der ist ja eingesperrt. Kannst... Ah, der lebt doch noch. Doch, doch, doch. Mal gucken, wie der reagiert, wenn der uns sieht. Sind ja alle tot hier. Rip. Rip, sie sind alle tot. Die Androiden haben sie abgeschlachtet. Warum? Warum zur Hölle? Ich habe keine Ahnung. Aber Samuels weiß, glaube ich, mehr. Samuels? Warum? Er sollte für Waits auf Apollo zugreifen. Ich muss ihn finden. Haben Sie Taylor oder Marlow getroffen? Nein. Die sind nicht hier. Okay. Ricardo? Ricardo, wenn ich nach Samuels suche, können Sie hier den Laden schmeißen? Ich brauche Augen und Ohren. Ich werde nicht hier bleiben. Ricardo, ich brauche Ihre Hilfe. Können Sie auf der Station bleiben und mir Deckung geben? Ricardo! Ja, okay. Selbstverständlich. Warten Sie dort. Verschließen Sie die Türen und lassen Sie niemanden rein. Passen Sie auf mich auf. Ich komme zurück, um Sie zu holen. Finden Sie Samuels und Sergeants... Ist, was? Synthetics. Ah, in Entschuldigung. Ich bin der Dümmste, ich weiß. Manchmal bin ich echt der Dümmste. Okay. Nehmen Sie den Transit zum Skimmeturm. Wollen wir abspeichern und den Part beenden oder jetzt uns auf dem Weg schon mal machen? Was haben wir denn für... Wie weit ist denn das überhaupt? Wo müssen wir überhaupt hin? Ja, alles zurück. Aber der hat uns ja die Tür aufgemacht. Alles easy. Eben, solange wir nur mit Androiden zu tun haben, finde ich es jetzt noch nicht so schlimm. Die sind zwar scheiße, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, aber mit dem wird man noch easy fertig, im Gegensatz zu mit dem Alien, mit dem man gar nicht fertig wird, habe ich das Gefühl. Nee, da gehen wir nicht lang. Wir gehen hier lang. Okay, die Tür ist zu. Wir müssen da unten lang. Nee, Leute, ich beende den Part. Das ist mir jetzt zu weit, bis ich wieder... Es sei denn, haben wir da unterwegs eine Speichereinheit? Tatsächlich, wir haben da hinten noch eine Speichereinheit. Ja, dann gehen wir doch da noch hin. Och nö. Warte mal. Mann, das funktioniert nicht. Wofür habe ich denn das blöde Teil? Sind wir richtig? Nö, überhaupt nicht. Ich nehme an, die Tür geht nicht auf hier, ne? Doch. Pumpgun, Revolver. Hat sie noch mehr? Warte mal. So? Mann! Ich schaff das! Da könnten die, da komme ich nicht rein. Hier kann ich speichern, aber ich will kurz mich verstecken. Irgendwo. Keine Chance, Mann. Das Ding, Drei Revolver, Mann, Elektroschrotter, Flammenwerfer. Sie nimmt einen Schrank, Mann. Ich laufe hier auch noch rum. Mann, der blöde Elektro-Ding funktioniert ja überhaupt gar nicht. Hui! Wenn der Fahrstuhl da ist, dann nehme ich den. Nein, ich muss viel näher drücken, wenn er viel näher ist. Mann, du aggressiver Bastard. Da kommen gerade zwei. Ist der endlich offen? Kommt her. Warte, was habe ich denn jetzt noch hier? Flammenwerfer, Pumpgun. Nee, ich habe aber jetzt noch andere Sachen. Nein. Komm her jetzt, du. Ich probiere es einfach. Hä? What? Wo ist denn das Ding hin? Halten? Platzieren?
Zielen. Rechte Maustaste. Los! Geh drauf! Verarscht mich nicht! Nein, da unten ist noch einer! Als ob! Weg hier! Die brennen doch! Wieso gehen die denn nicht kaputt? Der Fahrstuhl ist sicher da. Wartet mal, ich will gucken. Hier lang, ne? Ah ja, ist richtig, ja. So, und jetzt in den Fahrstuhl rein. Ich werde zwar gerne noch in die Tür rein, aber keine Chance. Ist der jetzt nicht da? Doch. Schön. Okay, Leute. Schauen wir mal kurz, ob er abspeichert jetzt. Oh, diese Bastarde, ich hasse die. Ja, der hat 100 Pro gespeichert jetzt. Nee. Ja, aber meistens hat es dann nochmal einen Save Point, wenn man jetzt hier, wenn die Tür aufgeht. Welche geht jetzt auf? Oder hat sie jetzt erstmal wieder Androiden? Da. Okay, Leute. Dann verabschiede ich mich hier an der Stelle. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bewertet dieses Video ruhig. Und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part auch dabei. Und ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao.